Was geht ab, meine lieben Freunde? Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hatte mir für die neue Saison auch mal vorgenommen, Mannschaften aus München und Umgebung mir anzuschauen. Und natürlich TÜGS München gehört auch mit dazu. Das Gute daran, die natürlich, die werden auch verfilmt oder halt, da wird halt was aufgenommen. Und darauf können wir auch reagieren. Ist halt natürlich jetzt Amateurbereich oder Regionalliga. Trotzdem ist es spannend, die Regionalliga Bayern, auch Bayernliga und so weiter ist immer sehr, sehr spannend, meiner Meinung nach. Und wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Schauen wir auch mal, wie oft die natürlich Videos hochladen. Es wird aber auf jeden Fall Spaß machen. Nach wie vor, egal was, der Sport steht für mich über jeden Verein. Und einfach, ich will gute Spiele sehen. Und jetzt haben die gestern gegen Bayern gespielt. Vorweg, die haben auch 4:1 gewonnen im Grünwalder Stadion und das schauen wir uns dann mal auch an. Türkgücü in Hellblau dagegen. Grünwalder Stadion ist einfach absolute Legende. Hammer Stadion und es ist halt einfach Geschichte in München. Schickte die gleiche Startelf wie beim 1:1 gegen Augsburg aufs Feld. Die nominellen Gäste im Grünwalder Stadion gingen also als leichter Favorit in diese Partie und wollten das von Beginn an auch klarstellen. Gleich in der dritten Minute bekommt Albano Gashi die erste dicke Möglichkeit des Spiels, setzt seinen Kopfball aber knapp rechts vorbei. Im Gashi waren wir auch mal in der Schule, man hat hier und da mal Hallo, Tschüss und was auch immer, aber guter Junge. Nur wenig später gleich die nächste Chance für die Gäste. Eine Ecke von Gashi segelt durch den kompletten Strafraum, aber eben auch an Freund und Feind sowie den Kasten von Benjamin Balles vorbei. Dieser stand dann auch 2 Minuten später im Mittelpunkt. Emre Tunç läuft da alleine auf den FCB-Schlussmann zu, legt sich die Kugel vorbei und kommt dann zu Fall. Schiedsrichter Asad Nohum zeigt sofort auf den Punkt. Routinier Kevin Hingerl nimmt sich der Sache an und verwandelt souverän zur verdienten Hingerl auch, glaube ich, Ex-Hachinger. Führung für die Neuperlacher. Die zusammengewürfelten Bayern-Amateure fanden überhaupt nicht in diese Partie, ganz im Gegensatz zu den Gästen. Maximilian Bärwein packt da in der 24. Minute einen echten Hammer aus, Schade. trifft aber nur das Außennetz. Danach plätscherte das Spiel etwas vor sich hin bis zur 38. Minute. Lovro Zvonarek wird da über rechts auf die Reise geschickt und bringt dann die perfekte Hereingabe in die Mitte auf Lukas Copado, der den Spielverlauf komplett auf den Kopf stellt. Mit der ersten richtigen Das ist komplett 1-1 halt. Gelegenheit gleichen die Hausherren hier diese Partie aus. Mit diesem aus Bayerns Sicht doch etwas schmeichelhaften 1:1 ging es dann auch in die Kabine. Durchgang Nummer 2 begann dann ähnlich wie der erste, mit Tüküçi im Vorwärtsgang. Der eingewechselte Halit Yilmaz nimmt sich die Kugel in der 51. Minute schön an und schlägt Boah, geiles Tor. Richtig geiles Tor. das Leder dann mit dem zweiten Kontakt wunderschön in den Winkel. Der Joker sticht nur 6 Minuten nach seiner Einwechslung. Und der Neuzugang vom Absteiger Pipin Zrid hatte gleich Bock auf einen weiteren Treffer. Doch diesmal landet sein Schuss knapp rechts neben dem Tor. Wie in der ersten Hälfte steigerten sich die Bayern-Amateure dann aber mit zunehmender Spieldauer und auch einsetzendem Regen. Richtig hinterlaufen. Bei einer butterweichen Flanke steht Lukas Copado dann völlig blank in der Mitte. Starke Parade vom Keeper. Scheitert aber am starken Keeper Sebastian Kolbe. Kurz darauf unterbrach Schiri Nohum die Partie für ein paar Minuten wegen des Unwetters. Typisch München, mitten im Juli, fast August, ist einfach Unwetter. Und die Hausherren blieben anscheinend gedanklich auch in der Kabine, denn nur wenige Sekunden nach Wiederanpfiff unterläuft Luka Denk dieser Kabine. Auch für den Verteidiger ist das so bitter. Man denkt sich, man tut auf Torwart zurück und so und dann einfach so ein Fußball zurück. Totale Fehler. Stefan Madara bestraft. Ja, aber das ist sehr geil gemacht hier, weil er schießt nicht aufs Tor, versucht irgendwas, aber sieht den Mitspieler, der wahrscheinlich noch im Rücken ist. Dann Nach schauen wir mal. Wiederanpfiff unterläuft Luka Denk dieser kapitale Fehler. Ja, okay, gut, er ist jetzt natürlich hier in die Richtung gedreht, aber dass er den halt anspielt, ist halt wichtig. Uneigennützig. Stefan Geil. Madara bestraft das eiskalt mit dem 3:1. Damit sticht der nächste Joker für Ei. Der Rasen müsste doch nass sein, Bruder. Knie gebrochen. Madara bestraft das eiskalt mit dem 3:1. Damit sticht der nächste Joker für Türkgücü. Trainer Alper Kayabuna heute also mit einem Alperabi. besonders glücklichen Händchen. War es das schon für die Bayern-Amateure? Zumindest probierten sie es nochmal. Zvonarek in der 84. Minute aber nur mit einer Mischung aus Torschuss und Flanke, die ungefährlich am Tor vorbeikullert.
Und auch die letzte Chance konnten die Hausherren dann nicht in ein Tor ummünzen. Benedikt Wimmer setzt seinen Kopfball knapp vorbei. Das letzte Wort hatte dann aber nochmal nach einer schönen Kombination in der Wie stark gespielt. Warte nochmal. Vorbei. Das letzte Wort. Auf jeden Fall, das ist ein Zuckerpass. Hatte. Mit Außenriss. Dann aber nochmal Tügücü nach einer. Auch dass der das so antizipiert und sagt, ich lass den jetzt mal durch, da steht einer besser. In Kombination in der Nachspielzeit trifft mit Benedikt Laverty der dritte Joker an diesem Abend zum 1:4 Endstand aus Bayerns Sicht. Ein überzeugender Sieg heute gegen FC Bayern München. Gerade in der Anfangsphase haben wir wirklich sehr vieles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Schießen dann auch ein frühes Tor. Also natürlich auch an Alperabe und auch an den ganzen Rest von Türkei. Ich wünsche euch natürlich viel Glück. Und es sah nicht nach einem Zufallsprodukt aus, dass ihr jetzt hier 4-1 gewonnen habt, sondern das war, glaube ich, schon... Natürlich sind da super Fußballer, das braucht man gar nicht, darüber braucht man nicht reden. Und das war eine Teamleistung. Meiner Meinung nach müssen wir vielleicht sogar noch ein, zwei Tore mehr schießen. Und dann ist so Mitte der ersten Halbzeit fallen wir ein bisschen runter im Spiel, was uns nicht passieren sollte. Und dann haben wir uns in der zweiten Halbzeit nochmal zusammen geschweißt und wollten unser Spiel wieder durchdrücken. Und das ist uns, glaube ich, in den zweiten 45 Minuten sehr gut gelungen. Und ich denke, auf jeden Fall ein krasses Tor. Auch ein verdienter Sieg, auch mit der Art und Weise sehr, sehr gut. Und freuen uns natürlich über die 3 Punkte und über den Derby-Sieg. Tügücüs Joker entscheiden also dieses Münchner Derby und besorgen den Neuperlachern den ersten Sieg gegen die Bayern-Amateure seit der Neugründung 2001. Auf jeden Fall starke Leistung, weiterhin viel Erfolg, gibt's Gas und ja, macht uns halt auch ein Stück weit stolz. Was sollen wir sagen, das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Projekt nach wie vor, egal was da jetzt auch in der dritten Liga und so weiter was passiert ist. Aber es braucht einfach in München und da gibt es halt auch Vereine, die leider jetzt auch die letzten Jahre ein bisschen untergegangen sind, einfach mehr Konkurrenz innerhalb von München. An der Stelle dann danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Danke.